Heute für euch 5 absolut heftige Harry Potter Theorien. Das und mehr jetzt in diesem Video. In diesem Video werden wir auf 5 Harry Potter Theorien eingehen, die einfach viel zu heftig sind, um wahr zu sein. Die Theorien, die ich dir in diesem Video vorstellen werde, sind nicht von mir ausgedacht, sondern aus verschiedenen Quellen im Internet und auch Foren. Fangen wir direkt mit der ersten Theorie an. Die erste Theorie besagt, dass Hermine und Harry Geschwister sind. Ja, du hast richtig gehört, Harry und Hermine sollen laut dieser Theorie Geschwister sein. Und tatsächlich gibt es sogar ein paar Dinge, die dafür sprechen. Die Beziehung zwischen den beiden ist an keiner Stelle wirklich romantisch, jedoch verbindet sie eine Art von Liebe. Hermine war ähnlich wie Harrys Mutter, sie nahm eine beschützende Rolle ein, die Harry vor dem Bösen bewahren sollte. Da die Potters um ihre heikle Situation mit Voldemort wussten, könnte es außerdem möglich sein, dass sie ihr erstes Kind, in dem Fall Hermine, der Sicherheit wegen bei einer Muggelfamilie unterbrachten. Dies gelang ihnen bei Harry jedoch nicht, da Voldemort durch die Prophezeiung über ihn Bescheid wusste. Es ist jedoch sehr fragwürdig, ob die Familie Potter es wirklich zulassen würde, die eigene Tochter durch einen Vergessenszauber hinter sich zu lassen. Dieser Fakt lässt die Theorie in ein ganz anderes Licht rücken und macht die Theorie meiner Meinung nach eher unwahrscheinlich. Ich bin nicht sehr überzeugt davon, muss ich sagen. Aber wir können es ja mal mit der nächsten Theorie versuchen, und zwar mit der Nummer 4 und der Theorie, dass Ronald Weasley und Albus Dumbledore ein und dieselbe Person sind. Was? Wie ist das eigentlich möglich? Naja, ganz einfach, durchs Zeitreisen. Ron soll in das 19. Jahrhundert zurückgereist sein, wo er den Rest seines Lebens als Albus Dumbledore lebt. Es wird spekuliert, dass sie sich im Buch ziemlich ähnlich sind und deshalb wurde diese Theorie erst ins Leben gerufen. Beide Charaktere werden als groß, dünn und mit einer großen Nase beschrieben und die beiden pflegten eine große Liebe zu Süßigkeiten. Dumbledore sagte sogar einmal, er habe Bertie Botsbone in seiner Kindheit geliebt. Er war ja zu diesem Zeitpunkt schon ganz schön alt und die Zeiten waren noch ganz andere. Die Frage ist, ob es damals schon Süßigkeiten dieser Art gab. Noch ein Indiz für diese Theorie ist, dass der Kontakt zwischen Ron und Dumbledore ziemlich mager im Gegensatz zu Dumbledores Kontakt zu Harry und Hermine ausfällt. Ron ist außerdem der einzige, der im dritten Teil nicht an der Zeitreise beteiligt ist. Noch eine eventuelle Gemeinsamkeit ist, dass Ron sich sein Bein gebrochen hat und Dumbledore ebenfalls eine Narbe an seinem linken Bein hat. Was allerdings gegen diese Theorie spricht, ist, dass Dumbledore, wie wir durch die fantastischen Tierwesenfilme wissen, homosexuell ist und Ron Weasley hetero. Jedenfalls bekommt er Kinder mit Hermine Granger und ist glücklich verheiratet. J.K. Rowling hat sich aber zu dieser Theorie geäußert und bestätigt, dass diese Theorie falsch ist. Machen wir weiter mit der Nummer 3 und diese Theorie besagt, dass Rita Kim Korn in Wirklichkeit J.K. Rowling darstellt. Diese Theorie basiert nur darauf, dass Rita Kim Korn aus der Zaubererwelt verbannt wird und dann ein Buch veröffentlicht, um die Zaubererwelt bloßzustellen und die Muggel einzuweihen. Zwar glauben ihr die Menschen nicht, aber sie kauften ihre Bücher. Dadurch wurde sie reich und berühmt und dadurch blieb es natürlich nicht nur bei einem Buch bzw. einem Teil. Um ganz ehrlich zu sein, finde ich diese Theorie sehr, sehr unwahrscheinlich und wahrscheinlich die schlechteste von allen auf der Liste. Aus mehreren Gründen, zum Beispiel, dass Rowling vom Charakter überhaupt nicht zu Rita passt. Abgesehen davon existiert die komplette Lebensgeschichte von Rowling. Unsere nächste Theorie besagt, dass Draco Malfoy eigentlich ein Werwolf ist. Dracos Rolle wird ja schon nervig genug dargestellt, aber dies würde natürlich nochmal viel toppen. Die Vermutung besagt, dass er von Fenrir Greyback, dem furchteinflößenden, menschenfressenden Werwolf, gebissen wurde. Remus Lupin wurde als Kind ebenfalls von Fenrir gebissen und zu einem unfreiwilligen Werwolf gemacht. Draco soll von Fenrir gebissen worden sein, um Lucius Malfoy für sein Versagen zu bestrafen. Dies würde auch erklären, warum sich die Malfoys am Ende des 7. Bandes aus dem Regime von Voldemort zurückziehen, da Todesser Werwölfen Übles nachreden. Außerdem erscheint Draco Malfoy im 6. und 7. Band als kränklich und leicht gestresst. Dies ist eventuell durch die Folgen des Bisses zu erklären. Und dann sind wir auch schon bei unserer letzten Theorie angekommen, die wohl gleichzeitig die witzigste als auch die verrückteste Theorie auf unserer Liste ist. Diese besagt, dass alles, und zwar wirklich alles in der Harry Potter Welt inklusive seiner Zauberkräfte und Hogwarts, reinste Einbildung ist. In Wirklichkeit ist alles eine Metapher und Harry ist ein Geisteskranker in einer Heilanstalt, der sich alles nur ausgedacht hat. Voldemort ist in dieser Version der Geschichte Harrys zweites Ich, das ihm beim Verarbeiten schlechter Erfahrungen hilft. Cedric Diggory könnte rein theoretisch Harrys perfektes Abbild in dieser Story repräsentieren.
Cedric Diggorys Mord zum Beispiel soll in dieser Theorie den Mord an Harry, der durch Voldemort, also Harrys zweitem Teil, umgebracht wurde, repräsentieren. Dies spiegelt sich dahingehend wider, dass niemand Harry wirklich glaubt, dass Voldemort der Täter ist. Außerdem gibt es einige Anspielungen in der Situation mit den Dursleys, die darauf schließen, dass Harry abgesehen von seinen Zauberkräften nicht der Norm entspricht und naja, nicht wirklich normal ist. Isolation, soziale Inkompetenz und Zurückweisung sind Alltag und wer weiß, ob diese Theorie nicht vielleicht sogar wahr ist. Was haltet ihr von diesen Theorien? Denkt ihr, eine davon könnte wahr sein? Schreibt mir gerne auch in die Kommentare, ob ihr mehr solcher Videos sehen wollt, wo ich einfach Theorien aufschlüssel und meine persönliche Meinung dazu abgebe. Und das war's auch wieder mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen und wenn es das hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, schreib sie mir doch gerne in die Kommentare. Bis dahin, bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.